Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Und ich muss mir wieder mal meinen Bogen umschnallen, denn... Hallo, falsche Taste. Ich habe wieder genügend Pfeile. Natürlich ist da jemand. Hallo? Niemand schlägt einen Ork. Fangt ihr jetzt an zu heulen? Ja, ich nicht, aber scheinbar du da. So, du machst auch noch ein paar Pfeile. Sehr nett von dir. So, hier geht's nach Blackreach. Wollen wir nicht. Wir wollen eine Khajiit. Ist bestimmt auch noch Blackreach. Ja. Wollen wir nicht. Okay. Scheinbar haben wir jetzt fast alles schon gesehen. Und wir wissen noch immer nicht, wo es weitergeht. Was sehr, sehr scheiße ist. Immer nicht. Haben wir jetzt hier eigentlich neue Sachen? Ja. Stimmt. So, ich werde jetzt erstmal zu eurem eigenen Vorteil auch mich auf die Suche nach diesem komischen Gebiet da machen, was hier angeblich drin ist, was ich noch suchen muss. Und das werde ich offline machen, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Also bis zum nächsten Mal oder bis gleich eher gesagt. Und dann werden wir uns hoffentlich da sehen, wo wir uns sehen wollen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Oder wir sind noch in einer Folge. Aber ich habe das Unmögliche geschafft und ich habe es geschafft, das zu finden, was ich finden wollte. Man muss einfach diesen Wasserfall folgen. Und ganz hier unten, ganz unten, man muss den Wasserfall runterfallen. Und ganz hier unten ist dieser schöne Turm, den wir brauchen. Den Turm. Und der Drache. Und ich gehe jetzt einfach hier rein und in den Turm. Ende. Ach, den Drachen kann man übrigens finden, indem man das Ganze mit unerbittlicher, dieser Kugel, die wir so oft gesehen haben, mit unerbittlicher Macht anschreit. Dann bekommt man irgendwann diesen Drachen, gegen den ich jetzt nicht kämpfen wollte. Aber es gibt hier noch so andere schöne Sachen, die man machen kann. So. Ich würde sagen, hier speichern wir nochmal. Denn ich kenne irgendwie diese Gegenden. Oder auch nicht.
Aber hey. Bleib mal. Das Ding kennen wir doch. Einmal mit Feuer und Hitze dran gehen. Magie. Flamme. Okay. Geht scheinbar nicht mit Flamme. Gut. Oh mein Gott. Ich glaube... Ja, Mann. Alduins Fluch. An der Zeit der Wunde. Gut. Ich würde sagen, jetzt geht's so schnell wie möglich wieder nach draußen. Denn ich habe keinen Bock nach eine Sekunde länger hier drinnen zu verweilen. So. Diesmal können wir uns ja daran halten, weil die uns diesmal garantiert rausführen wird. Oh. Wir haben ja nur so ein kleines Problem, das wir vorher speichern sollten. Denn der Typ... Hallo? Ist bestimmt nicht gut auf uns zu sprechen. Nein, ist er nicht. Gar nicht gut. Lauf! Oh oh. Nicht gut. Wir wollen uns alle an den Kragen. Wir haben doch nur eine Schriftrolle geklaut. Was wollt ihr? Seid böse. Ich bin ja auch noch falsch gelaufen. Boah, was kann ich eigentlich? Wo bin ich jetzt eigentlich hingelaufen? Okay, also ich muss dahin. Gut, gut, gut. Na? Ich weiß, ich bin etwas aggressiv, aber das darf ich auch sein. Nein.
Nein. Du bist nicht böse zu mir. Ich möchte einfach weiterlaufen. Wieso kann ich hier nicht hin? Und jetzt tatsächlich erstmal den da fertig machen. Boah, du gehst mir. Komm her. Ich krieg dich schon noch. Komm schon. Schön. Treffer. Treffer. Ein kritischer Schlag. Wuhu! Und das Schönste ist, ich kann die Pfeile auch alle wieder einsammeln. Ha. So, was hast du denn dabei so? Zwergenöl und 7 Eisenpfeile. Schön. Juhu. Himmelsrand. Ich komme. Ich bin soweit. Ich bin bereit für dich, Himmelsrand. Du hast es verdient. Doch nichts so gut wie endlich mal wieder nach Himmelsrand zu kommen. Juhu! Oh. Hallo. Was bedeutet Welt? Ich muss zur Achse der Zeit. Mal Abstand. Die Achse der Zeit. Ah. Ja. Zum Hals der Welt reisen und dann zur Achse der Zeit. Das bedeutet, ich muss da ganz nach oben. Zu meinem kleinen Verwandten, würde ich sagen. Nicht zu dir. Du bist nicht mein Verwandter. Schade, dass man die Figur nicht drehen kann. Ihr habt sie. Die Kell. Die Schriftrolle der Alten. Yep. Die Krach. Kalos. Die Zeit erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch treibt der Untergang an, Kogan Akatosh. Die Knochen der Erde selbst stehen. Ihr habt sie. Die Kell. Die Schriftrolle der Alten. Ich weiß doch nicht, dass die jetzt noch. Krach, Kalos. Die Zeit. Okay. Tut mir leid, dass ich dich jetzt unterbreche, aber. Ist die denn jetzt? Die erschauert bei ihrer Berührung. Es gibt keinen Zweifel. Euch.
Ja. Komm, Leid! Uns wird die Zeit knapp! Der Kampf! Dar Sulturse Alduin Vokri. Heute wird Alduins Herrschaft wiederhergestellt. Aber ich ehre euren Mut. Kriffoth Akrin. Sterbt jetzt vergebens. Okay. Denn das Börbleich euch in den Tod geschickt hat. Hakon, ein ruhmreicher Tag, nicht wahr? Habt ihr keinen anderen Gedanken als daran, eure Klinge in Blut zu tauchen? Was gibt es sonst noch? Der Kampf dort unten nimmt keinen guten Verlauf. Wenn Alduin sich unserer Herausforderung nicht stellt, dann fürchte ich, ist alles verloren. Ihr macht euch zu viele Sorgen, Bruder. Wir werden den Sieg erringen. Wo kommt der denn jetzt her? Warum hält sich Alduin zurück? Wir haben alles auf diesen euren Plan gesetzt, alter Mann. Er wird kommen. Er kann unsere Herausforderung nicht ignorieren. Und warum sollte er uns fürchten? Selbst jetzt. Wir haben ihm schwere Verluste beigebracht. Vier seiner Leute sind heute allein meine Kriege zum Opfer gefallen. Doch noch konnte niemand Alduin selbst standhalten. Galtor, Sori, Birkir. Sie besaßen nicht den Drachenfallschrei. Sobald wir ihn herunterholen, verspreche ich mir, seinen Kopf zu holen. Ihr versteht nicht. Alduin kann nicht wie ein niederer Drache niedergestreckt werden. Seine Stärke übertrifft die unsere. Darum habe ich die Schriftrolle der Alten mitgebracht. Feldir, wir hatten uns doch geeinigt, sie nicht zu benutzen. Ich hatte dem nicht zugestimmt. Und wenn ihr recht habt, nein, werde ich das auch nicht müssen. Wir werden uns selbst um Alduin kümmern, hier und jetzt. Das werden wir schnell genug sehen. Da ist er. Boah, der sieht geil aus. Meje, Tarodis Ahne, Himhinde Palif, Zuhindan. Die und die Sorgenberge der aus Zusehen sollen uns um den heutigen Tag beneiden. Stirb nicht doch im Fall. Lieber Injore. Was habt ihr getan? Welche pervertierten Wörter habt ihr geschaffen? Tarodis Pertunax, meine Zähne an seinen Hals. Doch zunächst, dir, Koma. Ihr werdet in Angst und Schrecken sterben, in dem Wissen um euer endgültiges Schicksal. Doch zunächst, dir, Koma. Ihr werdet in Angst und Schrecken sterben, in dem Wissen um euer endgültiges Schicksal, meine Macht zu nähren, wenn ich in Sovngarde zu euch komme. Wenn ich heute sterbe, dann nicht in Angst und Schrecken. Zum ersten Mal verspürt ihr Furcht, Wurm. Ich sehe es in euren Augen. Himmelsrand muss frei sein. Nein! Warum sollt ihr sein? Es hat keinen Zweck. Benutzt die Schriftrolle, fällt ihr schnell! Wartet, Alduin, der Geflügelte! Schwester Falke, gewährt uns euren heiligen Atem, um diesen Vertrag zu Gehör zu bringen. Hinfort, Weltenfresser! Durch Worte mit älteren Knochen als den euren brechen wir euren Halt in diesem Zeitalter und schicken euch fort. Ihr seid verbannt. Wir schreien euch hinaus von all unseren Enden bis zum letzten. Ach. Ihr
seid verbannt! Die haben den einfach zu uns geschickt. Ja, natürlich. Es hat funktioniert. Ihr habt es geschafft. Ja, der Weltenfresser ist fort. Mögen die Geister unserer Seelen gnädig sein. Es ist ja natürlich sehr, sehr, sehr nett. Aloki Nakib Silesur. Mein Bauch ist gefüllt mit den Seelen eurer sterblichen Mit. So, erstmal Drachenfall. Wo bist du? Wirbelsprint. Wie kann man jetzt den Drachenfall lernen? Da, Drachenfall. Zack. Schöpfe Dovahkiin. Lost Fund. Ihr kommt zu spät, Alduin. Zu late, Nimula. Partunach. Auf, ruf dir. Schließt euch mir an. Oder sterbt zusammen mit euren sterblichen Freunden. So, davor! Niemals wieder. Tja! Das ist nicht gut. So, davor! Jetzt müssen wir den besiegen. Wow. Die treffen mich so einfach nicht. Was ist denn jetzt los? Doch! Ha! Doch, wir haben ihn getroffen. Komm runter mit dir. Ja, komm. Perfekt. Ich werde. So. Jetzt nehmen wir mal unsere. Drachenfluch. Ach nein, der ist nicht mehr aufgeladen. Gut. Und in der anderen Hand nehme ich dann mal den Elfen. Hallo! Nicht die Konsole aufmachen. Ich wollte eigentlich mein Schwert haben. Hier, Dämmerbrecher. Was? Doch ihr seid ihn nicht ebenbürtig. Das ist doch. Benutzt Drachenfall. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen. Ja. Oh ne, jetzt habe ich meinen Freund genommen. Das ist natürlich super klug. Benutzt Drachenfall doch! Ihr seid mir nicht ebenbürtig, Shor! So. Komm runter. Komm! Oh, ich glaube, ich bin jetzt mal gestorben. Nein, ich lebe noch. Cool. Direkt mal, nein. Direkt mal ein paar Tränke trinken, Regeneration auf jeden Fall und einmal starke Heilung. Hallo? Oh, das ist der falsche. Wo ist Alduin? Da ist Alduin. Komm her. Hm?
Jetzt sag nicht ernsthaft, dass ich daneben geschossen habe. Komm, Alduin, komm her. Oh, wir sind schon über der Zeit. Das ist natürlich jetzt. Nicht sehr gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen wieder unseren Bogen. Speichern hier. Und ich würde sagen, mitten in diesem Kampf, tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.